Wenn du wissen willst, wie sich Shindy und K1 kennenlernten und wie diese Begegnung deutschen Rap für immer verändern würde, dann solltest du dieses Video ansehen. Weitere coole Infos über Shindy gibt es hier oder nach einem Klick auf den Link in der Infobox. Bereits mit 14 Jahren baute Shindy schon eigene Beats und schrieb Rap-Texte. Eines Tages stieß er auf das Charplife-Forum, in dem man seine eigenen Texte posten konnte und sie von anderen bewertet wurden. Charplife bestand aus den beiden Rappern Jesus und Lil K, der später als K1 bekannt werden sollte. Shindys Texte kamen gut bei der Community an, sodass ihn Jesus eines Tages anschrieb, seine Handynummer verlangte und ihn anrief. Dicker, bist du wirklich erst 14 Jahre alt? Ja. Schreibst du deine Texte wirklich selbst? Ja, natürlich. Dann bist du ein überkrasses Talent. Er lud ihn daraufhin zu ihrem nächsten Auftritt ein, Shindy sagte zu und sie verabschiedeten sich. Auf der einen Seite freute sich Shindy über die Einladung, aber auf der anderen Seite hatte er ein großes Problem. Wie sollte er seine Mutter überzeugen, dorthin fahren zu dürfen? Nach wochenlangen Diskussionen schaffte er es dann aber endlich, seine Mutter zu überreden. Und du nimmst auf jeden Fall den letzten Zug nach Hause, sonst gibt es den längsten Hausarrest, den ich dir jemals erteilt habe. Shindy war nun unfassbar froh und organisierte zwei Freunde, die sich mit ihm gemeinsam auf den Weg machten. Der Auftritt sollte um 18 Uhr losgehen, doch als um 18.30 Uhr noch niemand da war, rief Shindy die beiden Charplife-Künstler an. Wir stehen hier im Stau, ich weiß selbst nicht so genau, wo wir sind, aber wir sind bald da. Als um 21 Uhr immer noch niemand da war, rief Shindy erneut an. Yo Jay, wo bleibt ihr? Wir sind so um 22 Uhr da. Das schaffen wir nicht. Sorry, Dicker. Also gaben Shindy und seine zwei Freunde niedergeschlagen auf und gingen zum Bahnhof. Kurz bevor sie in den Zug steigen wollten, rief seine Mutter an. Und, wo seid ihr? In der Nähe vom Bahnhof. Wir nehmen gleich den letzten Zug. Und, ist alles gut gelaufen? Nein. Warum nicht? Weil die sich extrem verspätet haben und wir jetzt verpassen. Ah, und jetzt? Jetzt komme ich nach Hause. Mach, was du machen musst. Wenn du erst morgen kommst, dann ist das so. Was für ein Glück. Shindy und seine zwei Freunde feierten mit den beiden Charplife-Künstlern, die übrigens erst um Mitternacht ankamen, sowie den weiteren 30 anwesenden Konzertbesuchern die Party ihres Lebens. Nach dem Konzert plauderten sie ein wenig und Jay lud Shindy ein, ihn bald mal bei sich zu Hause zu besuchen, um gemeinsam ein wenig Musik zu machen. Der Grundstein für seine Rap-Karriere war nun gelegt. Das war eine Anekdote aus der Biografie von Shindy. Wie es für Shindy danach weiterging, erfährst du hier oder nach einem Klick auf den Link in der Infobox. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.